War doch gar nicht so schlimm. Tür offen, wir gehen durch. Jetzt zurück hier bei Battlefield Heidler. Scheiß macht ihr! Vielleicht können uns deine Leute helfen! Hier drüben! Hat sie nicht mehr alle! Hey! Halt ihn ab! Mendoza, zurück! Schon okay, Sergeant! Das ist doch! Es ist okay! Kai, was zum Teufel soll das? Alle Einheiten auf weitere Anweisung. Charge sauber! Die Treppe hoch! Ich hoffe, du weißt, was du tust, Mendoza. Okay, daneben noch mal den Treppe hoch. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Alles okay. Keine Spur von Nels. Weiter. Kai, hast du was gefunden? Hey! Wir sind im zweiten Stock. Noch nichts gefunden. Dann geht's weiter. Nach meiner Munitionskiste. Merz! Waffe runter! Wow, sofort! Wow, habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles Dion Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheiß werde ich. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Ich hab's verstanden.
klar. Ich wollte schon mal früher wieder aufnehmen, aber das Problem war, der war an die Server down. Dadurch konnte ich nicht mal die Kampagne spielen. Aber egal. Jetzt geht's weiter mit Episode 4, Klappe zu. Ein Schild fest, Detektiv Kai Stoddard hat Dreck am Stecken, aber wer noch? Okay. Ist auf sich. Ich muss erstmal gucken, wie das Ganze geht. Wie der geht. Was bisher geschah? Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Waffe runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Oh, auch noch korrupt. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels... Auch nicht. ...hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Oh. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Wind davon kriegt, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus. Aha. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn dran kriegen können. Gern. Hey, ich sehe mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Take that money. Was ist denn jetzt hier los mit der Musik?
Also mein Ding sagt mir, dass hier was in der Nähe ist, aber ich sehe es nicht. Okay, den Code kann ich doch knacken. Sicher. Bingo. Raminet-Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollen wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Habe ich dich. Kai, ich hab was. Ich komm runter. Gut. Ich bin hier unten im Container. Was gefunden? Nels und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Ach, das hat der Puppe auf sich. Okay, ich dachte, da kommen echt mal Leute zum Ballern, nicht nur Sachen oder so. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, Ausrüstung. Boah. Und alles super. Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Ja, kann ich. Hallo? Ich habe die Konsole geöffnet. Hallo? Wie schließe ich die wieder? Hä? What the fuck? Oh. Ja. Ich kann die Konsole nicht schließen. Ey, ich drück hier gerade alle Tasten. Ich hab Schüsse gehört. Da ist er.
Toll. Das ist so unnötig. Diese Konsole, wie schließt man die? Hallo. Wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder.